Hallo Leute, hier ist der Callcenter Crusher und heute gibt es eine Sammlung seltsamer Kurzanrufe, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, spreche ich mit dem Herrn Rogenborn? Ja, das ist richtig. Wer ist da bitte? Hallo, Sarah Volk. Von der E-Trede, die haben sich gerade bei uns eingetragen, ne? Ja, und das. Ja. Haben Sie denn schon mal gehandelt oder ist das bei Ihnen zum ersten Mal? Ich habe vor langer, langer Zeit mal gehandelt oder ich habe aber Aktien gekauft. Ach so, aber haben Sie das selber gemacht oder war das ein System, ein automatisches System? Das habe ich selber gemacht. Ach so, okay, weil das hier ist ein bisschen was anderes, ne? Okay, darf ich zur Verifizierung fragen, wie alt Sie sind? Wozu ist das? Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln will. Warum müssen Sie mich jetzt schon verifizieren? Na, wir melden uns auch auf einer, Sie könnten zum Beispiel selber gar nicht einzahlen, weil wir nicht wissen, wie alt Sie sind. Auch von der Webseite müssen wir erstmal nachfragen. Wir haben das ich bin schon über 18. Jugendliche. Ich bin schon über 18. Verstehe ich. Ja, wir haben einfach viele Minderjährige, die einteilen. Ich weiß, dass Sie nicht minderjährig sind, aber es müssen höre wir ich mich fragen. Höre ich mich minderjährig an? Wieso regen Sie sich denn auf? Ich das reg mich gar reden, nicht auf. Einfach zu fragen. Ich hab, Sie ich, hören sich gerade an, dass Sie das persönlich nehmen. Das frage nein, ich nicht. Das ist egal. Wenn Sie mich mal ausreden nein, lassen würden. Lassen Sie mich jetzt ausreden oder wollen Sie mir wieder ins Wort fallen? Ja, wer ist da? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Luis Kelle und ich rufe von Internationale Investmentgesellschaft. Und ich sei selber vor kurzem mit dem Software S1K Daily Profit angemeldet. Richtig das? Wer sind Sie jetzt? Und von wo rufen Sie an? Ja, ich rufe von Internationale Investmentgesellschaft. Und von welcher? Markets. Ach und ja. Sie haben vor kurzem mit dem Software System Daily Profit angemeldet. Und ich bin Ihr persönlicher Account Manager, meine Arbeit Ihnen helfen und Ihnen erzählen, wie unsere Plattform funktioniert und so weiter. Ja, dann erzählen Sie mal. Okay, sagen Sie mir bitte, Herr Kleber, haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder im Investment oder nein? Mit was? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, es ist schlecht zu verstehen. Haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder im Investment? Ja, ich habe vor vielen Jahren mal Aktien gekauft, ja. Mit einem Aktien, okay, gut. Und diese Erfahrung ist positive Erfahrung, ja? Natürlich. Wunderbar. Und Sie haben auch Möglichkeit auf unserer Plattform handeln. Mit allen Vermögenswerten, also mit was man. Das sind Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Kryptowährungen und so weiter. Eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit den Kryptowährungen, weil der Kryptomarkt sehr volatil ist. Und Sie können das machen nicht nur selbst, Sie können das machen mit Hilfe unserer Finanzexperten, unserer automatischen System. Unsere Finanzexperte erzählt Ihnen alles, was passiert auf Ihrem Konto. Das heißt, unsere Finanzexperte erzählt Ihnen, warum Sie bekommen einige Gewinne auf Ihrem Konto, warum der Preis einer Währung steigt, warum der Preis einer Währung fiel und so weiter. Und auch wir haben automatisches System, unser automatisches System arbeitet automatisch, sie eröffnet und schließt Geschäft auf ihrem Konto automatisch. Auch unser System analysiert den Markt. Unsere Finanzexperten und automatisches System analysieren den Markt und dann kaufen einige Vermögenswerte und dann verkaufen. Ja, kaufen zu einem niedrigen Preis und verkaufen zu einem höheren Preis. Sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht für mich ein paar Fragen oder nein? Ich habe eine Menge Fragen. Die erste Frage ist, warum rufen Sie mit einer anonymen Telefonnummer an? Okay, ich kann jetzt Ihnen sagen, ich benutze Sicherheit-Telefonnummer weg. Und ja, ich kann andere Telefonnummer benutzen, das ist... Richtig, genau. Das ist nicht so kompliziert. Genau, dann nutzen Sie eine andere Telefonnummer, da wo ich dann weiß, wer jemand anruft. Okay, gut, ich rufe Ihnen zurück nach zwei Sekunden. Gut. Okay. Ja, bitte. Hallo. Schönen guten Tag. Mein Name ist Kevin Martinson. Ich kontaktiere Ihnen von FATF. Spreche ich mit gerade Herrn Lossmann? Ja, von wem sind Sie? Na, von FATF.
F-A-T. Sagt mir nichts. F-A-T-F. Sagt mir nichts. Ja, wir sind die Organisation, die gegen Betrugeraktivist kämpft. Und ich bin Finanzermittler und ich habe eine Information. Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen so schlechtes Deutsch. Ich verstehe gar nicht, was Sie sagen. Okay, nochmal. Mein Name ist Kevin Martinson. Verstehen Sie es? Ja, das habe ich verstanden. Das ist schlecht, also. Ja, ich kontaktiere Ihnen von FATF. Das ist klar, also, ja? Ja. Ich bin Finanzermittler. Das ist schon klar, also, ja? Ja, und? Ja. Und ich habe eine Information erhalten, das ist schon klar, also, ja? Dass Sie Investitionen auf dem Finanzmarkt getätigt haben. Das ist schon klar, also, ja? Oder? Ja, das habe ich verstanden, ja. Okay, das ist gut. So, und können Sie mir sagen, Ihre Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Wieso? Durchwachsen. Nochmal? Wieso rufen Sie mich denn jetzt an? Weil unter Ihrem Namen steht illegale Überweisung, Herr Lossmann. Eine illegale Überweisung? Bei wem denn? Bei wem denn? Sie gearbeitet mit Betrugsleuten und deswegen unter Ihrem Namen steht diese alle Überweisung. Ah ja, und also mit welchem Betrüger habe ich denn gearbeitet? Woher ich muss, weiß das. Sie gearbeitet mit Betrugsleuten und Sie muss wissen, Namen. Ja, mit wem denn? Nicht ich. Ja, Sie haben doch gesagt, ich habe... Moment, ich hatte... Hallo. Beantworten Sie entweder meine Fragen oder reden Sie. Also ich habe gefragt... Mit welchem Betrüger habe ich denn Ihrer Meinung nach zusammengearbeitet? Ja, und warum? Ich muss weiß das. Woher, oder? Ja, sagen Sie mir, mit welchem Betrüger habe ich zusammengearbeitet? Stopp hier. Sie gearbeitet mit Betrügerleuten und sie hat geschickt Geld mit diesem Betrüger. Ja, bin ich richtig. Und Sie fragen mir, womit ich gearbeitet habe. Das ist komisch. Sie muss wissen das, nicht ich. Na, Sie müssen es doch wissen. Sie rufen mich doch an. Woher? Ich muss weiß das. Woher eben, deswegen. Woher wissen Sie, dass ich mit Betrügern zusammengearbeitet habe? Ja, bitte. Hallo? Hallo. Herr Stecken? Wer ist da? Mein Name ist Tobias. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Ich bin von Sicherheitsabteilung. Von Sicherheitsverteilung vom Finanzmarkt? Genau. Habe ich gesehen, haben Sie Interesse gezeigt, haben Sie Ihre Daten eingegeben, aber haben Sie noch nicht aktiviert, Ihr Handelskonto. Und ich will fragen, warum, was ist los? Ach, und das ist ein Sicherheitsmängel? Ja, genau. Inwiefern ist das ein Sicherheitsmangel, wenn ich nicht weitermache? Ja, weil habe ich gesehen, haben Sie Ihre Daten eingegeben, haben Sie keine Anrufe bekommen oder haben Sie mit jemandem gesprochen, wer hat Ihnen falsche Info gegeben? Ich will das fragen. Ja, inwiefern ist das denn ein Sicherheitsmangel? Ja, bei uns ist es Sicherheitsabteilung. Sicherheitsabteilung macht diese Sache. Ja, und dann muss es also ein Sicherheitsmangel sein. Ja, das ist bei uns also ein Sicherheitsmangel. Ja, und was ist der Sicherheitsmangel dann? Ja, das haben Sie noch nicht aktiviert, Ihr Handelskonto. Ach, wenn ich kein Handels... Haben Sie keine Anrufe bekommen von unserer Firma oder ist etwas passiert? Wenn ich dann auch mal... Wenn Sie Fragen stellen, dann lassen Sie mich antworten. Ja, bitteschön. Also, Sie sagen, das ist ein Sicherheitsmangel, wenn ich mein Konto bei Ihnen zum Beispiel nicht aktiviere. Inwiefern ist das ein Sicherheitsmangel? Aber das ist nicht die Antwort zu meiner Frage. Nee, ich habe ja auch gefragt und deswegen frage ich ja nochmal. Ich habe zuerst gefragt. Also. Ja, habe ich gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Nein, ja, dann wiederholen Sie bitte. Inwiefern ist das ein Sicherheitsmangel, wenn ich mein Konto nicht aktiviere? Das heißt, vielleicht von unserer Firma, niemand hat Ihnen angerufen, haben Sie keine telefonische Reichweite. Also mit jemandem gesprochen oder haben Sie mit jemandem falsch gesprochen, haben Sie mit einem Betrüger gesprochen oder sowas passiert, weil haben Sie noch nicht aktiviert Ihre Handelskonto. Mäßigen Sie mal Ihren Ton, Sie reden nicht mit Kindern. Wie bitte? Sie reden nicht mit Kindern, mäßigen Sie Ihren Ton, sonst lege ich sofort auf.
Ja, ist Ihre Entscheidung, wie wollen Sie? Mäßigen Sie Ihren Ton und unterbrechen Sie mich nicht. Wie bitte? Reden Sie jetzt freundlicher oder nicht? Ich habe nicht verstanden, nochmal. Ja, bitte. Ja, das ist das große Problem, dass Sie nicht verstehen. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Ja, ist doch egal, wie spreche ich Deutsch, oder? Ja, dann tschüss, du Betrüger. Hallo? Ja, guten Tag, ich spreche mit Herbert, ja? Herbert ist mein Vorname. Wir kennen uns ja noch nicht, deswegen bitte mit dem Nachnamen. Ja, Düsterdick, ja? Ja, das ist richtig. Okay, perfekt. So, mein Name ist David Snom und das Unternehmen Gemini Trust. Ich rufe Sie wegen Ihrer Meldung für Gemini Trust. Sie haben sich einen Handel registriert, haben Sie unsere Webung gesehen, richtig, ja? Das ist richtig, ja. Sehr gut. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager und ich helfe Ihnen, Ihr Handelskonto aktivieren. Sagen Sie mir bitte, vielleicht haben Sie schon Handelserfahrungen oder in diesem Bereich? Ich habe vor Jahren mal mit Aktien gehandelt, ja. Also haben Sie Aktien gekauft und verkaufen, ja? Richtig, oder teilweise auch behalten. Also, ich habe Sie verstanden, das ist sehr gut. Bei unserer Handelsplattform handeln Sie mit unserem automatischen System, ja, das bedeutet, das ist alles automatisch. Und noch eine handeln Sie immer mit fachlicher Hilfe, mit Ihrem persönlichen Finanzberater. Ihr persönlicher Finanzberater helfe Ihnen alle Einstellungen anstelle auf Ihr Handy oder Computer. Bei unserer Handelsplattform können Sie handeln mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit Währungen. Mit Aktionen? Mit was für Aktionen? Mit Aktionen, ja. Was sind denn Aktionen? Also auch mit Aktionen, zum Beispiel mit Aktion Apple, ja, oder Visa oder Mastercard. Was ist denn eine Aktion Apple? Auf unserer Handelsplattform, ja, auf unser automatisches System können Sie Aktionen kaufen und verkaufen. Ja, was sind denn Aktionen? Was meinen Sie? Ich frage, was sind Aktionen? Ich kann Aktionen handeln, was heißt denn Aktionen? Aktionen, wissen Sie, was ist da? Das zum Beispiel kaufen Sie eine Aktion von Lufthansa, ja? Ach, nein, das heißt nicht... Hallo, Sie sprechen schlecht Deutsch. Es heißt Aktien, nicht Aktionen. Aktien, ja. Ja, Sie sagen also, Aktionen. Entschuldigung, ja, meine Sprache Deutsch nicht so gut, ja. Ja, warum rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie gar nicht Deutsch sprechen? Ja, unser Hauptbüro befindet sich in Luxemburg, ja. Ja, aber deswegen rufen Sie, wenn Sie kein Deutsch sprechen, warum rufen Sie dann in Deutschland an? Egal, wo Ihr Hauptsitz ist. Wir arbeiten mit Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, aber Sie sprechen doch gar kein Deutsch. Naja, ich spreche ein bisschen, ja, aber Ihr persönlicher Finanzberater spricht auch Deutsch. Ja gut, aber Sie haben jetzt meinen Erstkontakt. Deswegen verstehe ich nicht, dass Sie in Deutschland anrufen. Aber egal. So, und wo sitzt Ihre Firma dann? In Luxemburg? Ja, in Luxemburg. Ja, haben Sie die Adresse für mich? Ja, ich habe für Sie Adresse. Kann ich schicken? Nö, können Sie mir einfach sagen. Können Sie mir einfach sagen. Ja, ich habe Sie ja jetzt gerade am Telefon. 26 der Ruhe, Ludwig. Ruhe? Ja, 26. Ruhe. Und weiter? Lowing. Was? Lowing. Nee. Ich verstehe Sie nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal weg. Das machen wir dann später. Gut. Und wie kann ich jetzt bei Ihnen Geld verdienen? Bei unserer Handelsplattform waren aktivieren Sie Ihr Handelskonto mit minimalem Betrag 250 Euro, ja. Dann fangen Sie mit unserer automatischen Investieren auf unserer Handelsplattform. Ja.
Ja, ich schicke für Sie alles Informationen per E-Mail, ja. Auf unsere Handelsplattform, ja. Und ich gebe für Sie Zugangsdaten, wo können Sie eine Anzahlung machen. Okay, und wo, also Sie sitzen in Luxemburg und okay. Und mit was kann ich denn allem handeln? Was kann ich bei Ihnen handeln? Also, wann aktivieren Sie Ihr Handelskonto mit Minimal? Hallo, ich habe etwas gefragt. Was kann ich bei Ihnen handeln? Oh Mann, ist der dämlich. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Sigmund? Ja, wie ist nicht, ja? Mit welchen Nachnamen? Wir kennen uns ja nicht, deswegen duzen Sie mich bitte nicht. Ja, Wagenknecht. Herr Wagenknecht. Ja. Richtig? Ja. Sehr gut. Bei mir steht, dass Sie Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt Geld zu verdienen, ja? Wann habe ich das Interesse Bitcoin denn geäußert? Sind Sie angemeldet? Wann habe ich das Interesse das denn geäußert? Das war vor 320 Tagen. Okay. Und da melden Sie sich jetzt, ja. Okay? Nee, wir haben bei Ihnen so oft gemeldet, aber Sie sind nicht dran gegangen, ja? Deswegen habe ich nochmal angerufen. Okay. Ja. Und worum geht's jetzt? Also es geht zum Online-Handeln und Sie haben ein Konto erstellt, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ich werde Ihnen weiter unterstützen, ja? Okay. Also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ich habe vor vielen Jahren also mal auf Aktien dem Finanzmarkt. Gekauft. Ich habe Aktien, okay, mit Banken zusammen bestimmt, oder? Ja. Okay. Und momentan handeln Sie nicht mehr mit Aktien, oder? Nein. Okay, das ist ein bisschen anderes, wenn man mit Aktien handelt. Man muss sehr viel investieren, ja, und man kriegt auch ganz weniger Prozent. Das ist 2%, ja? Und im Kryptowährungen ist anderes. Verstehen Sie es? Sie haben Möglichkeit, dass Sie mit minimaler Summe anfangen, ja, dass Sie erstens alles ausprobieren, dass Sie erstens Ihr Ergebnis bekommen und mit Ihrem Ergebnis dann Sie werden schon Ihre weitere Entscheidung treffen, wie Sie es weitermachen, ja. Das Ärgernichen habe ich nicht verstanden. Also Sie haben Möglichkeit, dass Sie auf den Finanzmarkt handeln anfangen mit 250 Euro. Das ist eine ganz kleine Summe, ja. Aber damit Sie haben Möglichkeit, dass Sie Ihr Ergebnis kriegen von Finanzmarkt. Und damit Sie erstmal alles richtig was krieg verstehen. Ich nicht? Ja, was kriege ich nicht? Ach Mann. Ach Mann? Ergebnis. Ergebnis. Ergebnis? Sie haben ja, ja eine komische Sprache. Ach Mann, ja, Sie haben auch. Ach Mann? Ah ja? Ja. Also ja. Sie sind also ein seriöses Unternehmen, spricht kaum Deutsch und sagt, ach Mann, so stelle ich, ja, mir, okay, so stell ich mir seriöse sprechen Unternehmen Sie vor. Englisch? Also sprechen Sie Englisch? Nee, Sie sprechen ja scheinbar auch kein, ja, Englisch. Ja, und Sie müssen auch dankbar sein, ja, ich dass muss dankbar ich auch Deutsch sein. Spreche. Ich muss dankbar sein, dass Sie Deutsch sprechen. Ja. Sie rufen doch in Deutschland an. Das, ja, ich spreche Deutsch. Nee, Sie sprechen nicht Deutsch. Okay. Sie sprechen nicht Deutsch. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Hallo. Hallo, guten Tag. Ludger? Wer ist da, Ludger, bitte? Ludger, ja, man spricht Leonardo Santos vom Beratungsunternehmen. Wegen Ihrer Anmeldung auf unserer Seite. Sie nuscheln gerade. Wen wollen Sie denn sprechen? Mit Ihnen, Ludger, mit Herrn Losmann. Ach so, okay, gut. Ja, Herr Losmann, haben Sie schon probiert, Geld zu investieren? Oder sind Sie neu in diesem Bereich? Nö, ich habe noch nicht probiert, Geld zu investieren. Mhm. Und wie sind Ihre Ergebnisse, gut oder schlecht? Oder haben Sie nicht investiert? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich habe gesagt, ich habe kein Geld investiert. Wie soll ich da gute Ergebnisse haben, wenn ich kein Geld investiert habe? Sie müssen dann deutlicher sprechen, vielleicht. Ich muss deutlicher sprechen. Sie duschen, als hätten Sie eine Waschlappe im Mund. Was haben Sie gerade gesagt? Kein Wort verstanden. Ja,
Na gut, okay. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ich spreche mit Andreas. Und welchen Andreas? Beininger. Wie bitte? Andreas Beininger. Nee. Mit wem spreche ich? Wie heißen Sie bitte? Wen wollten Sie denn anrufen? Ich wollte mit Andreas sprechen. Ja, mit welchem Andreas? Andreas oder nein? Andreas Beininger. Nee, der bin ich nicht. Schönen Abend, ciao. Ja. Hallo? Hallo? Herr Riffelsberger, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hallo, ich wiederhole, Florian Engel von Ölprofit. Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Ja, das ist wahr, ja. Genau. Herr Riffelsberger, ich rufe Sie von der Finanzabteilung an, um Ihr Konto zu aktivieren, alles abzuschließen. Dauert ca. 5 Minuten Zeit und dann kann das losgehen. Erstmal aber wollte ich Sie fragen, haben Sie schon Erfahrung gesammelt? Mit dem Ölaktien vielleicht? Nee. Okay, Herr Riesenberger, also erstmal, bei uns brauchen Sie keine Erfahrung. Ja, das Ganze läuft automatisch. Nach der ersten Einzahlung gebe ich Ihnen Zugangsdaten und dann können Sie immer reinschauen. Ja, wie es sich entwickelt hat, wie viel Sie verdient haben, aber mehr machen Sie nicht. Ja, und sonst haben wir keine Gebühren, keine Verträge. Wir nehmen aber 1% von jedem ausgezahlten Gewinn. Ja. Ja, also finanzieren wir uns. Jetzt, bevor wir weitermachen, habe ich ein paar Fragen von unserer Statistik. Und zwar, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Herr Rieselberger, muss ich fragen? Ja, ich bin 50. 50? Und sind Sie berufstätig? Schon, aber das weiß ich nicht, was Sie das angeht. Nochmal, das ist rein von unserer Statistik. Ja, ich muss sicher sein, dass Sie über 18 sind. Ich bin über 18, das sagte ich Ihnen ja. Ja, okay. Herr und mein Beruf geht Sie nichts an. Alles klar. Unser Mitarbeiter liegt bei 250 Euro, das haben Sie gesehen. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung, ich höre Sie kaum. Ich wiederhole, unser Mindestbetrag liegt bei 250 Euro. Das haben Sie gesehen, auf der Werbung. Es ist so rauschend und knispernd, Ihr Telefon ist kaputt. Ich verstehe es nicht. Hören Sie mich gar nichts, oder wie? Doch, jetzt aber so richtig. Es ist, ja gut, aber das Problem ist, dass ich Sie kaum höre, weil es so rauscht und knispert. Ich glaube, Ihr Telefon ist kaputt. Ich lege mal auf und ich rufe Sie gleich zurück. Ja. Ja,